Der Wochenrückblick für die Kalenderwoche 18 und damit herzlich willkommen zu Xenius TV. Beginnen wir den Rückblick wie die letzten Wochen auch mit den aktuellen Zahlen. So sind Stand Samstag, 2. Mai 2020 in Vorarlberg nur mehr 47 Personen am Coronavirus erkrankt. Wir können diese Ausgangsbeschränkungen auslaufen lassen. Das war die wichtigste Botschaft vergangene Woche von Gesundheitsminister Rudi Anschober. Alles neu macht der Mai, gewisse Dinge werden aber bleiben, sagte der Innenminister Karl Nehammer. Der Sicherheitsabstand ist das Um und Auf für das zukünftige Miteinander. Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum, Handhygiene, all das bleibt fester Bestandteil unseres Zusammenlebens. Grundsätzlich ist es eine Lockerung der Regierung. Trotz allem müssen die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Die Gastronomie etwa darf ab dem 15. Mai wieder aufsperren. Am Tisch dürfen maximal 4 Personen plus Kinder Platz nehmen. Zwischen den Tischen muss ein Abstand von 1 Meter eingehalten werden. Das kurze und auch schöne Wetter zwischendurch haben Einzelne bereits zum Anlass genommen, wieder Freunde und Bekannte einzuladen, um mit ihnen gemütlich ein paar leckere Köstlichkeiten zu grillen und auf das eine oder andere Gläschen Wein anzustoßen. Die Grillsaison mit Freunden unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und der maximalen Personenanzahl ist somit also eröffnet. Mahlzeit in diesem Sinne. Und gefährliche Halbwahrheiten in Feldkirch prägten uns vergangene Woche. Die von Landesrat Johannes Rauch am Dienstag zum Ausdruck gebrachte große Freude über die Fortschritte beim Projekt S-Bahn Liechtenstein kann Feldkirchs Bürgermeister Wolfgang Matt nur bedingt teilen. So ist Matt einigermaßen irritiert, dass die Aussendung den Eindruck erwecken könne, das gesamte Projekt sei beschlossene Sache und alle Fragen geklärt, obwohl es bisher lediglich zu einer grundsätzlichen Absichtserklärung zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Republik Österreich und den ÖBB gekommen ist, in der die prozentuale Verteilung der finanziellen Lasten definiert wurde. Bürgermeister Matt verweist auf umfangreiche Voruntersuchungen zum Stadttunnel Feldkirch. Die Konsequenz daraus führt Matt wie folgt aus: Die S-Bahn ist zweifellos ein sehr wichtiger Baustein einer Feldkircher Gesamtverkehrslösung, aber das Projekt Stadttunnel ist und bleibt für Feldkirch alternativlos. Das sind wir unserem Stau-, Lärm- und schadstoffgeplagten Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig, die es allmählich leid sind, sich mit Halbwahrheiten abspeisen zu lassen. Von dieser Haltung rücken wir nicht ab und werden allen versuchen, das Projekt jetzt plötzlich doch wieder in Frage zu stellen, entschieden entgegentreten. Das war der Xenius TV Wochenrückblick. Vielen Dank fürs Zusehen.